Okay. Sirio H. Santiago war also ein philippinischer Filmproduzent, Regisseur, Autor und Kameramann, der gelegentlich auch unter dem Namen Sirio Santiago gearbeitet hat. Wie ist er wohl auf den gekommen? No freaking shit, Sherlock. Aber ganz im Ernst, irgendwas muss es ja noch geben. Irgendwo... Ganz im Ernst. Ich meine, ich bin es ja gewohnt, für meine Reviews hier auf YouTube die ein oder andere Recherchestunde einzulegen. Aber manchmal bin ich mit meinem Latein am Ende. Spätestens dann, wenn meine Lieblingsfilmgelehrten Professor Dr. Dr. Google und Sensei Wikipedia den digitalisierten Löffel abgegeben haben, dann ist Schicht im Schacht und Ende Gelände. Meine persönlichen Talente in Sachen Recherche sind auch zugegebenermaßen nicht die besten. Glücklicherweise gibt's Leute, bei denen ist das anders als bei mir. Einer davon ist beispielsweise David Renske. Er hat in den letzten Jahren bereits für zahlreiche Mediabook-Veröffentlichungen absolut großartige Booklets beigesteuert, hervorragend recherchierte Fakten präsentiert und mir damit eine Menge über Filme, bei denen ich eigentlich glaubte, schon eine Menge zu wissen, immer noch eine noch größere Menge wieder beigebracht. Aber jetzt im Jahr 2020 hat Renske definitiv den Angry Bird abgeschossen, denn er hat über den philippinischen Ausnahmeregisseur Sirio H. Santiago nämlich nicht nur einfach irgendein Booklet für irgendein Mediabook geschrieben, nein, ein gesamtes vollwertiges Buch und damit das allererste Buch weltweit, das diesem Ausnahmeregisseur jemals gewidmet wurde. Auf über 180 Seiten bekommen wir hier eine Menge über die Geschichte von Sirio Santiago, dem ja quasi das Filmeschaffen schon in die Wiege gelegt wurde, zu lesen, bis hin eben zu seinen in Zusammenarbeit mit Roger Corman inszenierten Fließbandarbeiten. Dazu gibt's dann noch einige Interviews mit zahlreichen Wegbegleitern von Sirio Santiago und eben detaillierte Filmbeschreibungen und Kritiken von einigen ausgesuchten Werken. Meiner Meinung nach eine absolut perfekte Lektüre für alle Fans des abseitigen Exploitation-Films, aber vielleicht wollt ihr einfach nicht meinen Worten glauben. Glauben wir den Worten von David Renske und beschäftigen wir uns in der heutigen Spezialausgabe von Playzockers Filmbuch-Check einmal in aller Ausführlichkeit mit dem weltweit ersten Buch über Sirio Santiago, nämlich dem, das hier bei Wicked Vision und Creepy Images veröffentlicht wurde. Und bevor wir mal einen Blick ins Buch direkt wagen, möchte ich noch einmal das Cover-Artwork genau betrachten. Dabei handelt es sich um ein Digital Painting, angefertigt von Thorsten Benzel, das meiner Meinung nach absolut großartig ist. Hier sehen wir den Meister Santiago quasi, wie er leibt und lebt und wofür er leibt und lebt. Wunderschön gezeichnet, meiner Meinung nach, umgeben von einer Mega-Explosion. Dazu dann noch natürlich einige Action-Set-Pieces und Charaktere aus seinen bekanntesten Filmen. Das Ganze meiner Meinung nach mit einem absolut hervorragenden Pinselstrich zusammengefügt und wunderschön gezeichnet, sodass das ganze Bild ein bisschen eine Art Aquarellanstrich bekommt. Was mir persönlich ebenfalls sehr gut gefällt, ist, dass man zum Beispiel hier links unten einen Sticker mit der Videothekenkult aus den 80ern angebracht hat, was für mich fast schon so eine Art reißerische Werbetagline sein könnte, mit der damals in den 80ern einer von Santiagos Filmen beworben wurde. Auch gefällt mir die Tatsache, wie eben der Titelschriftzug ein bisschen gebraucht und abgenützt aussieht, so wie eben auch das gesamte Cover-Artwork ein paar Schlieren, ein paar Abnutzungserscheinungen bekommen hat, sodass man eben fast wirklich das Gefühl hat, eine alte, gebrauchte Videokassette in den Händen zu halten. Noch dazu muss man natürlich auch dazu sagen, dass es sich hier bei diesem Filmbuch nicht um eines handelt, das direkt über Amazon beispielsweise produziert wurde und dementsprechend einfach hergestellt wurde. Nein, hier bekommen wir dicke, hochwertige Seiten und außerdem noch ein Buch, das absolut komplett in Farbe gehalten ist. Aber bevor wir so weit sind, schauen wir zum Beispiel noch einmal über den Spine, der meiner Meinung nach absolut hervorragend ist und vom Design her eigentlich fast perfekt ins Wicked Vision Mediabook Regal passt, nur dass es sich bei dem Buch um eine etwas andere, um ein etwas anderes Format handelt, das auch etwas höher ist als ein klassisches Mediabook. Aber schauen wir kurz auf das Backcover, da bekommen wir gleich einmal die ersten Filmplakate zu Sirio Santiagos Filmen zu sehen und ganz ehrlich, wer kann dieses Poster von drei
Prinzip Jagd auf Liebeshexen sehen und sich nicht sofort einmal in diesen trashig-charmanten Grindhouse-Exploitation-Stil verlieben. Auf dem Backcover bekommen wir natürlich wie gewohnt einige Informationen rund um dieses Buch, um den Inhalt des Buches und dann letztendlich auch eben Informationen, dass 43 Filme genau vorgestellt werden, wir über 200 Bilder bekommen und dieses Buch um mit 17,50 Euro meiner Meinung nach für den gebotenen Inhalt mehr als nur preiswert ist. Schauen wir jetzt einmal tatsächlich ins Buch hinein. Wir werden gleich einmal begrüßt von einem Zitat von Sirio Santiago persönlich und finden dann, einige von uns zumindest, auf der zweiten Seite ein Autogramm von Autor David Renske. Dabei handelt es sich übrigens um einen exklusiven Vorbestellerbonus, den jeder bekommt, der sein Buch damals bis zum 31. August 2020 entweder bei Wicked Vision oder Creepy Images bestellt hat. Exklusiv. Aber blättern wir jetzt noch einmal um und wir landen beim Inhaltsverzeichnis, wo ich mich ganz kurz aufhalten möchte. Da sehen wir nämlich eben den Inhalt des in 5 Teilen gegliederten Buches. Zu Beginn eben quasi die wissenschaftliche Abhandlung über das Leben von Sirio Santiago, gefolgt von einigen Interviews, bei denen ich persönlich jetzt schon einmal ganz besonders das mit Richard Norton hervorheben möchte, aber auch einige andere, die wirklich wahnsinnig informativ sind. Zum Schluss dann noch ein Interview mit Santiago selbst und dann der Hauptteil quasi, die Abarbeitung seiner Fließbandproduktionen. Aber blättern wir einmal durch das Buch und es wird wahrscheinlich im Laufe von diesem Video nicht ganz möglich sein, jede einzelne Seite einmal ganz kurz in die Kamera gehalten zu haben. Aber ich möchte einige Dinge aus diesem Buch noch im Detail kommentieren. So eben beispielsweise gleich einmal dieses erste Kapitel, das sich von den Seiten 9 bis 23 erstreckt und dabei eben genau diese unrecherchierbaren Informationen liefert, die ich am Anfang von diesem Video erwähnt habe. Teilweise hat David Renske auch mit einigen Mitarbeitern von Sirio Santiago persönlichen Kontakt haben können und dafür eben einige interessante Informationen eben vor allem zu den Anfängen von Sirio Santiago zusammentragen können. Auch einige exklusive private Fotos, Setfotos und so weiter, die für mich natürlich ebenfalls interessant sind und vor allem die Art, wie Santiago ins Filmgeschäft gekommen ist, wie er dort dann aufgestiegen ist und wie er dann letztendlich quasi sein Oeuvre von tatsächlich anspruchsvolleren Filmen hinweg zu den Fließbandproduktionen gewechselt hat. Das ist unglaublich spannend zu lesen, wurde unglaublich eben nicht nur hervorragend recherchiert, sondern auch perfekt formuliert und ist einfach flüssiges, absolutes Lesevergnügen. Jetzt allerdings kommen wir dann zu den ganzen Interviews. Da bekommen wir eben beispielsweise Gespräche mit einigen Schauspielern zu lesen, die in ihrer Karriere mit Sirio Santiago zusammengearbeitet haben. Natürlich kommen auch einige andere Kollaborateure, damit ich es ausbringe, zu Wort, die mit Santiago gearbeitet haben, eben beispielsweise an Drehbüchern und so weiter. An der Stelle eben noch einmal mein Hinweis, dass für mich fast Aufschluss das reichste Interview war auch eigentlich das längste, das in diesem Buch zu finden ist, nämlich das mit Richard Norton. Der hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, um Renske und damit in weiterer Folge auch uns unglaublich viele wissenswerte Informationen über Santiago und vor allem die Zusammenarbeit mit ihm zu liefern. Aber was ich persönlich generell als Eindruck von diesen Interviews bekomme, und das ist ganz ehrlich, bei einem Filmemacher wie Sirio Santiago fast schon überraschend und interessant, dass er nämlich natürlich bedingt durch seine Budgets und Produktionsweisen meistens sehr schnell arbeiten musste, aber trotzdem immer unglaublich freundlich zu seiner Crew gewesen sein muss und einfach eine angenehme Person, mit der man auch abseits vom Set gerne Zeit verbringt und auch verbringen darf, weil er eben immer allen gegenüber sehr offen war. Das und natürlich zahlreiche Anekdoten, persönliche Geschichten und so weiter, die ich jetzt in diesem Video nicht alle vorwegnehmen möchte, natürlich sind die, die diesen Interviewteil ausmachen und für mich persönlich eben auch eine absolute Bereicherung für dieses Buch sind. Genauso wie dann ganz zum Schluss aus dem Archiv noch ein Interview, das Santiago im Jahr 2006 selbst geführt hat und wo man auch von ihm ein paar Einblicke in seine Filmarbeit bekommt.
Aber der Hauptteil von diesem Buch ist ohne Frage die Geschichte mit den 43 Fließbandarbeiten, die jetzt hier im Detail vorgestellt werden. Da erklärt Renske eingehend auch, dass es bei einem Filmemacher wie Santiago auch kaum möglich ist, eine komplette Abhandlung von all seinen Produktionen abzuliefern. Immerhin hat er eben teilweise auch tatsächlich auf Tagalog gedreht und einige von seinen alten Filmen, die eben damals exklusiv in den Philippinen gedreht wurden, sind auch entweder komplett verschollen oder eben nie übersetzt worden, sodass es hier nicht nur kaum möglich ist, einen kompletten Überblick zu bekommen, sondern uns eigentlich für uns in der westlichen Welt auch komplett irrelevant ist, wenn es eben um Filme geht, die wir erstens nie gesehen haben und zweitens auch nie sehen werden können. Da finde ich es absolut sinnvoll, dass man sich eben wirklich auf die Filme konzentriert hat, die wir mit Santiago in Verbindung bringen. Und da hat es Renske, finde ich, absolut perfekt geschafft, einerseits mit den Inhaltsangaben zu den Filmen, beziehungsweise teilweise einigen Bildern aus dem Film, Aushangfotos, Setfotos und so weiter, beziehungsweise teilweise seltenem und interessanten Bildmaterial, auch von Plakaten, VHS-Cover-Artworks und so weiter, eine schöne Illustration zu finden, aber dann seine Kritiken zu den Filmen sachlich, aber trotzdem unglaublich launig, humorvoll und schmissig zu schreiben, dass es für mich persönlich einfach bei jeder einzelnen Kritik eine absolute Gaudi war, die zu verschlingen und die zu lesen, egal ob ich den Film jetzt gesehen habe, nicht gesehen habe, ob mich der Film jetzt von seinem Thema und seiner Handlung interessiert oder nicht. Renskes Abhandlungen zu Santiagos Filmen zu lesen war einfach immer ein Genuss, vor allem, weil er eben in seinen Kritiken immer wieder auch einige Hintergrundinformationen zu den Produktionen des Films einfließen hat lassen und das im Endeffekt einfach ein wundervolles, umfangreiches Kompendium ist, das dann am Ende von jeder einzelnen Filmvorstellung auch damit abgerundet wird, dass uns Renske mitteilt, ob eben der Film überhaupt in Deutschland erschienen ist, welche Versionen es davon einerseits hierzulande, andererseits in kurzem Abriss auch international gibt, bei welchen es sich um gekürzte, ungekürzte Fassungen handelt und so weiter und so fort. Und jeder, der jetzt sagt, ja, aber das kann ich ja eh selber in der OFDB nachschauen. Ja, eh. Aber trotzdem finde ich es als zusätzliche Information in diesem Buch absolut hervorragend, dass man eben das sehen kann, kann ich mir diesen Film jetzt eigentlich relativ schnell checken, ohne noch einmal zusätzlich ins Internet gehen zu müssen. Da hat Renske eben wirklich auch Wert auf Vollständigkeit von seinen Informationen so sehr, dass natürlich bei einem Buch über Sirio Santiago überhaupt möglich ist, Wert gelegt. Und das finde ich beim Durchblättern und Durchlesen einfach nur großartig. Und da hatte ich in den letzten Tagen wirklich wahnsinnig viel Spaß, als zum Beispiel Begleiter bei Bus- und Bahnfahrten immer wieder die ein oder andere Seite beziehungsweise die ein oder andere Filmkritik und Beschreibung zu verschlingen. Das macht Spaß. Last but not least gibt es dann im fünften Teil nochmal ein bisschen eine sachliche Abhandlung, wo wir eben quasi auf einigen Seiten mehr oder weniger die Filmografie von Santiago finden und auch da, ja, sowas gibt es natürlich in der OFDB und IMDB auch, aber da sollte man vielleicht auch noch der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, dass die gerade bei einem Exploitation Grindhouse Vielfilmer wie Santiago natürlich mehr als nur fehlerhaft sind und da in diversesten Internetquellen natürlich einerseits Produktionen fehlen und ihm auch andererseits welche zugeschrieben werden, mit denen er tatsächlich rein gar nichts zu tun hatte. Meiner Meinung nach ist dieses Buch vor allem eben, auch wenn wir da jetzt noch einmal eben näher schauen, auf die Verarbeitung, auf die Aufbereitung, darauf, wie dieses Buch eigentlich schwer und massiv in der Hand liegt, wie es hervorragend geleimt wurde, wie man nämlich eben auch beim Lesen sich zu keiner Zeit Sorgen drüber machen muss, dass man den Spine irgendwie zerbricht. Hier hat man ein hochwertig geschriebenes, aber ebenso hochwertig produziertes Buch vor sich. Und damit ist für mich eines klar. Jeder Fan von Exploitation bzw. Grindhouse-Produktionen kommt im Jahr 2020 um dieses Sirio Santiago-Buch nicht herum. Ich persönlich habe unglaublich viel gelernt über einen Regisseur, bei dem man vielleicht auf den ersten Blick eigentlich gar nicht meinen könnte, dass es so viel zu lernen gibt. Ja, da gibt's jemanden, der dreht Billigstfilme am Fließband, am besten noch in Zusammenarbeit mit Roger Corman, recycelt teilweise seine eigenen Szenen, dreht mehrere Filme mit
demselben Schauspieler am laufenden Band und haut damit einen Film nach dem anderen in die Videotheken, sodass die Kasse nur klingelt. Das ist natürlich so ungefähr die Vorstellung, die man von einem Filmemacher wie Sirio Santiago hat, wenn man sich nicht wirklich mit ihm beschäftigt. Denn was David Renske meiner Meinung nach in dem Buch hervorragend herausgearbeitet hat, ist eben die Tatsache, dass Santiago auch tatsächlich eine künstlerisch anspruchsvolle und vor allem auch preisgekrönte Geschichte hinter sich hat und damit natürlich auch in seinen Exploitation-Fließbandwerken trotz der teilweise kargen Ausstattung und billigen Sets immer wieder einige künstlerische Aspekte hat auch einfließen lassen, die diese Filme interessanter machen als die der absoluten Fließband-Konkurrenz. Hier bekommt man einen umfangreiches Kompendium über Sirio H. Santiago, das erste Buch, das ihm jemals gewidmet wurde und meiner Meinung nach leider lebt Sirio H. Santiago nicht mehr und ist bereits vor etlichen Jahren, genauer gesagt am 26. September 2008 an Lungenkrebs verstorben, aber meiner Meinung nach wäre er stolz gewesen, sein Vermächtnis in dieser Form zusammengefasst zu sehen und das ist so ziemlich, glaube ich, das größte Lob, das man einem Autor wie David Renske in diesem Fall aussprechen kann und euch kann ich an dieser Stelle auch nur eines aussprechen, wer sich auch nur ansatzweise für Filmbücher, für Santiago, für Grindhouse und Exploitation Kino interessiert, beziehungsweise wer einfach nur locker leichte Filmlektüre zum Schmökern braucht mit einigen coolen Bildern, Filmplakaten und Setfotos, der kommt in diesem Jahr meiner Meinung nach um dieses Buch nicht herum.